Stefan Siddes und Bernhard Holger. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir sind auch da. Es kann losgehen. Hier ist genial daneben, Herr Gauiker. Was haben Sie eben gesagt? Ich habe gerade im Time to Say Goodbye gesungen. Aha. Bernd, stellt er heute zum ersten Mal bei uns zu Gast? Echt? Zum ersten Mal? Zum ersten Mal. Sehr froh. Ich finde die Wodka-Gläser sehr groß, aber ansonsten finde ich sehr okay. Ja, finde ich auch. Und was meint ihr? Wie viel macht er richtig heute? Drei. Jeder drei. Ja. Okay. Jeder drei, das werden bei fünf Leuten 15 38 Leute. Fragen. Deswegen, beeil dich. Soll ich anfangen? Ja, 3 mal 5 ist 38. Also, ich war wirklich nie gut in Mathe, Herr Ball, aber jetzt stutze ich. Ja? Sie können immer nachrechnen. 15 und 1 ist 9. Lalalala, wie sie uns gefällt. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Das ist Köln. Guck dir mal bitte das Publikum an. Also wenn ich es jetzt nicht genau wüsste, würde ich denken, du bist Florian Silbereisen. Naja. Lass uns mal anfangen, bevor es ausartet. Herr Baller, ich bekomme seit etwa 2 Monaten Post. Wie schön, freuen jedes Sie mal, sich drauf. Ich freue mich jedes Mal drüber, denke, wieder jemand, der mich nett findet und wieder heißt es Holger Geweckter. Was? Ich kriege seit 2 Monaten Post, haufenweise. Ich möchte doch bitte mich woanders hinsetzen. Es trifft sich wieder in meinem Unterbewusstsein. Ich habe Schmerzen, ich habe Herz-Kreislauf-Störungen, wenn ich hier sitze. Ich sehe sie von vorne, das ist einfach katastrophal. Ich habe monatelange Therapien hinter mir. Ja, ich habe mit meinem Hausarzt gesprochen und er hat gesagt, Herr Holger, ändern Sie etwas in Ihrer Lebenssituation. Und ich denke mal, das ist der Punkt, wo Sie wirklich etwas tun können. Ich möchte wieder rüber. Oh. Das sind ja Schicksale, sagen Sie mal. Ja, Herr Baller, ich kann das nur unterstützen. Ich habe mit einem Feng Shui-Meister gesprochen, der hat gesagt, das Gleichgewicht stimmt hier nicht mehr. Ja, was machen wir jetzt? Wir tauschen die Plätze wieder, Herr Baller! Ja, ich habe alles vorbereitet. Die Fußbank das, wieder an dem richtigen Ort. Das Leben alles ist schön vorbereitet, und ich bin mittendrin. Sag mal, könnte ich nicht vielleicht auch mit Marvin? Nee, jetzt ist Schluss. Schade. Aber vielleicht könnten wir beide tauschen. Nein. Wollen wir vorher schon mal festlegen, wie viel Prozent? Ich würde einen Tipp abgeben. Wir haben sonst immer 3 gesagt, dann haben wir 2 geschafft. Wenn wir jetzt 4 sagen, schaffen wir 3. Also lass uns 2 sagen, schaffen wir 3. Also ich bin für 4. Ja, wir schaffen 4. Wir schaffen 4. Ja, stimmt, wir sind ja ausgeholt. Wir waren ja alle in Urlaub. Oh, ja, genau. 4. Aber ich wusste nicht, dass es eine neue Sendung ist. Ich habe mich auf eine Wiederholung vorbereitet. Es geht um 500 Euro. Doris möchte wissen, was ist ein Konfektionslöffel? Also meine Mutter hat oft zu mir so gesagt. Aber das war nicht lustig, ne? Ich kenne das. Du, also zu mir haben sie immer Rotzlöffel gesagt, aber... Ja, aber meine Mutter war gebildet. Ja, die war für Besteckschubladen, wenn man sie herstellt, braucht man eine bestimmte Vorform, nach der sich die anderen Löffelhersteller richten. Würde es dann auch die Konfektionsgabel und das Konfektionsmesser geben? Es würde sie geben, wenn das, was ich gesagt habe, richtig gewesen wäre. Richtig. Aber es gibt nicht den Begriff Konfektionsgabel. Warum nicht? Weil das, was ich gesagt habe, falsch gewesen ist. Richtig. Gut. Ja, meine Mutter war auch gebildet. Ja. Also bei einem Spender gibt es ja manchmal, vielleicht ist es ein Automat, bei dem der einen Spender hat, wo etwas rauskommt. Zum Seife! Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, den Seifenspender zu benutzen. Es gibt den Wick, Wick, Wick und es gibt den Gag, Gag, Gag und es gibt den Ma, Ma, Ma.
Es hat was mit Früchte zu tun. Natürlich. Vielleicht sind das einfach nur diese, es gibt doch, und das, ich weiß bis heute nicht warum, und mir das einer erklären kann, wäre ich sehr froh. Es gibt, wenn man Orangen, Mandarinen kauft, gibt es Kisten, da sind ein paar eingepackt in eine Tüte und ein paar nicht. Ja. Und ich weiß bis heute nicht warum. Ich frage mich das jedes Mal. Und jetzt weiß ich, das sind die Fruchtmumien. Und dieses weiße Papier und diese, das sind die Fruchtmumien. Das, das ist gut. Und warum, warum, warum? Hier, los, sag, warum? Schlägt nicht an die Therapie bei Ihnen. Wir können machen, was wir wollen. Keine Chance. Keine Chance. Alles falsch. Vielleicht sind das ganz alte Frauen auf dem Viktualienmarkt in München, die Früchte verkaufen. Oh, mein, oh, mein, oh, mein. Aber das ist ganz schön. Ganz herzlich. Millionen Pflaumen. Oh, nein, nein. Die bewegen sich gerade, wenn du sagst, du, ich hätte gern einen Apfel. Pop. Die sind schon 30 Jahre tot. Das wäre nur beim Boxen. Turngerät, wenn man über den Vorspringen muss. Da habe ich mir das Schambein geprellt. Aua, 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 aua. Hella, wenn uns das Schambein wehtun würde, hätten wir vorher schon lange kein Gefühl mehr. Ich wollte... Sagt also. Jemand, der unterm Bock durchgelaufen ist. Nein, natürlich beim Hürdenlauf. Die Hürde kann ja nur in eine Richtung kippen. Also wenn ich über eine Hürde drüber springe und sie ist falsch rum, dann tue ich mir richtig weh. Während wenn sie in der richtigen Reihenfolge... Also ich haue immer dagegen. Aber ist egal. Aber in einer Richtung... Ja, auch. Ja, auch. Ja, auch. Mit dem Kopf. Aber... Also ich gebe euch mal eine kleine, ihr seid ja schon auf der richtigen Fährte. Also die macht an sich nicht viel, die rupft die sich aus und dann macht die nicht mehr so viel. Vielleicht sieht die dann einfach scheiße aus. Also die sieht von hinten so aus, dass... Die sieht von oben, oder? Das Erbrechen, warum hängt in der Darmtoilette der Materialforschungs- und Prüfanstalt Weimar eine Fliegenklatsche? Frage, warum hängt bei den Herren keine? Geht gar nicht um Fliegen. Das ist einfach im Zuge dieser Materialprüfung soll jede, die sich auf den Pott setzt... Danach mal richtig auf die Kacke hauen. Ja, dann erzähl Sie mal. Es gibt ja diese Toiletten, wo sich... Ja, selbstreinigend. Wo sich die Brille dreht. Richtig, richtig. Das ist ziemlich blöd. Und wenn man zwischendurch mal abziehen will, siehst du so aufgestellt. Das ist das, genau. Das Idiotische ist nämlich, dass die Italiener auf ihren warmen Wasserhähnen Caldo draufstehen haben. Das ist Idiotie. Ja, finde ich gut. Das ist unsere Antwort. Das nehmen wir. Es ist auch merkwürdig, dass Leute auf alten Fotos jünger aussehen. Mülltonnen! Oh, wenn du... Ja! Mülltonnen! Dass fremde Leute etwas in deine Tonnen schmeißen? Ja, man muss Mülltonnen... Na klar! Wenn der Müll... Ah! Wenn man... Ja! Ja! Ah! Jetzt hab ich's vergessen. Oh. Ich weiß es jetzt endlich. Da können wir ja gehen. Wir sind im Sanitärbereich in einer Badewanne. Aber wir wussten es doch gerade schon. Wir sind da oben in dem Ding, wo der Pümpel drin wohnt. Wir sind oben in dem Ding, wo der Pümpel drin wohnt. Moment! Also mein großer Bruder hat ja ein schweres Trauma davongetragen, weil das Heli nie auf dem Stöpsel sitzen musste. Mein Bruder musste immer auf dem Stöpsel sitzen. Und das Heli durfte auf der anderen Seite, der gemütlichen Seite der Wanne sitzen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Sie auf dem Stöpsel sitzen. Trauma. Meinen Sie, da hätte ich in der Jugend schon guten Sex gehabt? Natürlich. Wenn das Wasser abläuft. Nein, aber der Nacken war es. Hallo! Hallo!
Seite was ganz anderes. Ja, ist was ganz anderes, aber deins ist schön. Wenn das der... Ist toll, das war sehr viel mehr Information, als wir uns erhofft haben. Diese Halter kriege ich nie wieder raus. Ich sag's euch, es ist viel einfacher, als ihr glaubt. Ja, weil ich mein... hasse, Herr Baller, können Sie mal auf den Satz verzichten. Es ist viel einfacher, als ihr glaubt. Da kriege ich pantomimischen Herpes. Ich sag's normal auch für unsere Zuschauer daheim. Ja, gerne. Es ist viel einfacher als man glaubt. Christine möchte gerne wissen, warum haben diese EM-Eukal-Hustenbonbons ein Fähnchen ein am kleines Papier. Papierfähnchen? Aha, damit man es mit einer Hand auch aufmachen kann. Du kannst nämlich, die linke Hand ist vielleicht, keine Ahnung, mit was anderem beschäftigt. Du weißt genau, wovon ich spreche. Und dann kann man dieses Bonbon, kann man dann mit diesem grünen Papier, das ist übrigens sehr lecker, meine Damen und Herren, kann man so zwischen die Zähne und reißt es an diesem Fähnchen auf. Der Bonbon fällt auf den Boden genau und das Papierchen das bleibt Gefühl, im Mund. Und genau das Gefühl habe ich nicht. Ich finde, das Wick-Bonbon an sich kannst du mit einer Hand wupp und dann reinschleuchen. Und gerade durch das Fähnchen kriegst du es nämlich also nicht rausgezogen. Mir gelingt, ja. Mir schon, das ist vielleicht auch ein klassisches Männerbonbon. Mir gelingt es nur bei MOLK, Hustelinchen und Pulmol. Mir ist scheißegal, ich esse das Papier mal mit. Gesagt, es gibt noch Leberwurst haben wir gehabt, Braunschweigerwurst haben wir gehabt, Leberwurst haben wir gehabt, Weißwurst ist aber am Ihr habt noch 10 Sekunden. Wir haben so lange wie wir wollen. Wurstebrei? Nein, ich wollte gerade sagen, machen Sie doch mal Werbung oder so, Herr Baller. Sie haben doch sonst immer dieses lustige Sprüchlein, die beraten sich noch, Sie können zu Hause im Duden lachen. Vielleicht ein Psychologe mit Höhenangst, weil die Insel ist so flach. Und das wenn da mal einer auf die... Psychologe. Psychologe ist gut. Psychologe. Genau, die waren immer so aus. Ich versuche mal einen Trick. Es könnte ja was mit einem Psychologen zu tun haben. Ja. Nein. Nein. Ist nein. Okay. Die... Ja, warte mal, meine Damen und Herren. Ich weiß es und ich habe... Ich weiß es und ich habe eine Lochmaus bei mir. Nein. Diesen Fitzel hier, der im Bauchnabel drin steckt, das ist die Lochmaus. Nein. Das ist eine Wollmaus. Nein, das hatten wir schon mal. Das hat der Ball da immer. Ja, das heißt. Ja, das ist das so. Nein, das sind keine Lochmäuse. Die heißen anders. Die sind irgendwie aus der Familie der Klabusterbären, aber die heißen irgendwie anders. Nein, ich sag's euch jetzt. Bitte, ja. Bitte, danke. Ich sag's euch nicht. Oh! Oh! Ich sag's euch doch. Ah! Ich sag's euch nicht. Oh! Ich komme, Herr Balder, ich komme. Manuel möchte wissen, was ist ein Deckenerguss? Ein Deckenerguss? Ja gut. Decken. Müssen wir das? Decken? Sollen wir das wirklich sagen? Ja. Nein, nein, nein. Ich denke, die Jungs haben immer Tempos am Bett dafür. Nee. Küchenrolle, Zewa-Rollen habe ich. So. Zewa-Rollen. Ich bin in einem Toy-Shop, Sex-Toys. Oh, jetzt wird's lustig. Ja, ja, ich denke, das ist ein sprechender... Waren Sie schon mal in einem Sex-Toy-Shop? Natürlich, Herr Balder. Was haben Sie alles Ich muss auf meine alten Tage mir es auch nett machen. Und ich weiß auch... Ich erinnere mich auch noch, dass ich vor 2 Jahren etwas nicht kaufen musste, weil Sie es mir zum Geburtstag geschenkt haben. Stimmt. Ich werde nicht sagen, was es war. Funktioniert's noch? Ja, schön. Danke. Der erste funktionierte nämlich nicht, den musste er wieder umtauschen. Genau. Kunststoff. Das wird gebrannt. So, Kunststoff gießt das aus. Und dann, also gießt das rein. Und dann presst er das da zusammen. Ja. Was passiert? Er löst es hinterher raus. Ja, und vorher? Vorher wird es gebrannt, wahrscheinlich gehärtet. Was passiert? Er erzeugt Druck. Was passiert denn mit dem Kunststoff? Er wird gepresst. Und was passiert mit dem? Es wird hart. Richtig. Und was passiert dann, wenn der Kunststoff hart ist? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das lösen wollen. Aber ich würde trotzdem mit euch im Wasser bleiben, bei der Ausbildung für DLRG-Schwimmer, dass da nicht immer sich Menschen
zur Verfügung stellen müssen, damit die die 2 Kilometer abschleppen können. Gibt es Schwimmkerle, das sind so lebensschwere Puppen. Puppen, so. Die nennen die liebevoll. Nein, das sind andere jetzt. Dann ist es ein Nicht. Vielleicht ist es ein Nichtschwimmer. Es ist ein Nichtschwimmer. Was? Ein Nichtschwimmer. Und der Bademeister steht daneben und sagt, ja, Schwimmkehr. Das ist nicht wie ein Expander, das ist, hat aber 2 Griffe, ja, wie am Fahrrad. In der Mitte ist es rund und da kann man Wutschke, Wutschke, Wutschke mitmachen. Was kann man mitmachen? Das haben Sie jetzt Wutschke unterm Schreibtisch, holen Sie es raus. Wutschke, Wutschke, Wutschke. Ja. Na bitte, ja. Er holt es raus. Holen Sie es raus. Mano, Mississippi, holen Sie es raus. Holen Sie es raus. Holen Sie es raus. Holen Sie es raus. Hol es raus! Also ich persönlich bin auf dem Rummelplatz. Ich sag extra Rummel, weil Balder den Begriff Kirmes nicht kennt. Doch, ich kenne den Begriff Kirmes natürlich. Und zwar ist es ja so, wenn du so Kirmes lange, ist ein Rummel, ne? Wenn du so, bitte? Wenn du so auf den Rummel gehst und dann hast du ja so diverse Buden, ob das jetzt Schießbuden sind oder Luftballons ploppen. Und da ist tote Hose, nix, weil alle bei den Attraktionen sind. Und plötzlich kommt einer, der einfach den Anfang macht. Und dann gibt's, bleiben die Leute stehen. Dann bleiben die Leute stehen und dann bildet sich eine Traube und das Geschäft läuft und das ist der Anschieß. Sehe ich anders. Ich auch. Ach. Ich persönlich bin im Backofen. Also ich meine themamäßig. Also man sagt ja, wenn ein Brot in den Ofen kommt, das wird reingeschossen. Vielleicht das erste Brot, was in den Backofen geschossen wird, ist der Anschießer. Ich habe noch niemals den Ausdruck. Sagt man nicht geschoben? Ja. Man sagt auch schieße. Gab es nicht mal Schießerunterhosen? Und der Anschießer ist der, der zum ersten Mal so einen feinen Ripp getragen hat? Hast du es vielleicht einfach falsch gelesen und das ist einer in der Beschwerdeabteilung, der Anschisser? Nein. Meine Theorie geht mehr so in die Richtung Atü und Druck. Ja. Denn aber das Problem Atü bei einer Bratwurst, die du dir in diesem Brötchen holst, jetzt kommt's. Davor hast du diese Pümpel, um den Senf auf diese Wurst sehr gut zu drücken. Da kommt die Polizei. Atü, Atü. Oder? Ja, natürlich. Du musst kurz verwehren. Ja. Sprechen, ja, dass das eben nicht funktioniert. Natürlich. Man kann mit diesen Rummelsenfspendern keine vernünftige Dosierung mit dem Senf auf einer Bratwurst herstellen. Das stimmt. Man versucht es Jahr für Jahr, Woche für Woche, Stunde für Stunde versuche ich immer wieder mit diesem und es macht aber immer und ich könnte die Wurst schon wegschmeißen. Ich muss danach den Senf mit einer Serviette auf der Wurst verschieben, damit ich nicht so viel Senf auf der Wurst habe. Ja. Ja, ist es doch so. Es ist doch so. Ja, das war früher in Königsberg. Da gab's, in Königsberg, ich weiß. Ja, da gab es in den Gaststätten so eine Falltür, die man manchmal runterklappte, ja, in dringenden Fällen, wenn der Gast es eventuell eben nicht mehr in die Sanitärräume beschaffen, ja, konnte. Ja. Sehr ist Fotz eine Abkürzung und überhaupt schreibt es sich mit TZ oder mit ZZ? Mit ZZ? Oh, sie tun so wieder. Kotz kann man auch mit Doppel-Z schreiben, wenn es eine Abkürzung ist. Ach so! Wenn oder es eine Abkürzung ist. Nein, aber es ist keine Abkürzung, aber es ist ein Mensch, der so hieß, oder? Ja. Kotz. Eduard Kotz. Ja, ja. 1852. Ja. Auch wurde als Kind schon gehänselt, ja, und ging, ja, dann in die Biologie. Genau. Und sehr besonders, sehr speziell. Da geht, oh, das ist aber ein schönes Handygeräusch. Oh. Schöne Grüße. Ich kann nicht. Der Balder spricht. Ich kann nicht. Ich bin gerade im Fernsehen. Ja. Und es geht um meine Toilette. Es geht nicht. Schön ist, du denkst, die Leute lachen über uns. Die haben alle das Vibrationsakku in der Tasche an, weißt du? Genau. Die Lava versteift sich in Beulenform. Was macht die Lava? Die Lava versteift sich. Wenn die Lava ist ja erst flüssig, dann wird sie ja steif. Unterwasservulkane, das sind immer so Beulen, weil das sofort hart wird, das Gestein. Und das sieht aus wie Beulen. Die sogenannte Beulsteife. Irgendwann ist das nämlich dann Wasser weg, Beulen oben,
sogenannte Beulensteif. Ja. Noch jemand? Falsch. Ja. Ich weiß es gar nicht, ich weiß es von meinen Puppen. Das ist bei Ken, wenn der eine Erektion hat. Der hat doch diese Beule nur immer. Und das ist dann eine Beulsteife. Wenn Ken Barbie ganz lieb hat, sodass er ihr ein neues Swimmingpool-Mobil schenken will. Thomas, es tut mir leid, es gibt Ken nicht in Wirklichkeit. Ist das denn vielleicht etwas? Na, ein Zustand nach Amputationen, wenn die Zehen amputiert sind und die Finger auch. Und aber dann völlig egal ist, wo man die Socken anzieht, ne? Nein, aber dieser berühmte Phantomschmerz. Ich glaube nicht. Das kannst du nicht. Auf so eine Idee kann nur einer kommen, der für den Krieg mitverantwortlich war. Das ist doch wieder irgendwie so eine Ofenrohr-Spezialkonstruktionsmaßnahme im 19. Jahrhundert erfunden. Da können wir uns den Rumpf-Mundfuß nicht drehen. Wir werden nie dahinter kommen. Das ist irgendwie so etwas, wo keiner hier im Publikum nach der Auflösung sagen wird, ach nee, die Schwarz-Weiß-Trennung natürlich. Sowas ist es hier nämlich in den allerseltensten Fällen. Und trotzdem kommt ihr immer wieder hierher und lasst uns demütigen. Beim Schreinern muss ich irgendwie Löcher reinmachen mit so einem flexähnlichen Ding. Genau. Ich weiß nicht, wie es heißt. Dann bleiben so Späne übrig, die so ein bisschen nach. Das ist ein Hobel. Das ist ein Hobel. Hobel, ja. Hobelmäuse. Schreit mir nicht an, es ist eben ein Hobel. Ja, ruf die Hobelpolizei. So, und dieses Schraubending, das nennt man Lochmaus, weil es ist kein Hobel. Aber sie tun jetzt so, als wüssten sie, es wäre ein Hobel. So wie eben beim Hubschrauber, also, da sagt er nur, ich hab's auch nicht gewusst. Ötze, Ötze, Ötze. Ja? Trittgesellschaft könnte auch ein Square Dance Verein sein. Und jetzt geht es auch, was jetzt geht. Und jetzt ist eine Gesellschaft. Da war ich ja mit Square Dance voll vorne, wenn die auf so einer Wiese trainieren. Die waren mit. Ich wollte es schon fast gelten lassen. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie nur getanzt hätten und nicht gesungen hätten, hätte ich es gelten lassen. Das trifft aber jetzt mal mein Komikzentrum dabei. Ich glaube, dass der Warzenbeißer ein Säugling ist. Ich glaube, dass bestimmte. Oh. Ich glaube, dass es wirklich frisch geborene Babys gibt, die das drauf haben, bei der Mama sich die Milch reinzuziehen. Und ich glaube, es gibt Babys, die das überhaupt nicht drauf haben, wo die Mutter wirklich nicht stillen kann, weil sie ihn von der Brust nehmen muss und er muss mit Mimi irgendwie anders. Aber die haben doch gar keine Zähne. Ah, vielleicht doch. Das ist Moment. Ja. Moment! Die Zähne wohnen doch schon im Kiefer. Was machen die? Die wohnen. Oder ist das nicht wie bei Krokodilen? Wie ist das denn? Der heißt Schwabbel. Und auf so einem Schwabbel wird eine Paste aufgetragen, die diesen Poliereffekt verstärkt, den Schwabbel aber auf Dauer verschmiert. Dann ist der verschmiert, der arme Schwabbel. Und um das zu verhindern, hält der Goldschmied dieses Teil an den Schwabbel. Und die Stachel, die man hier sieht, die rauen den Schwabbel wieder auf und entfernen so dann diese Polierpaste, die drauf ist. Und weil die Stachel an einen Igel erinnern, nennt der Goldschmied dieses Werkzeug Schwabbel-Igel. Das haben Sie doch selber nicht verstanden, Herr Ball. Ja. Und man sollte es tunlichst hier anfassen und nicht hier. Quatsch hier, da hält er uns hier eine vertrocknete Ananasscheibe. Ja. Und erzählt was von Schwabbeligel. Und ich meine, bei Rosettenigel hätte ich ja noch zugestimmt. Ja. Also, aber Sie waren schon bei Stuck. Wir sind in großen Palästen, in großen Sälen. In der Regel gibt es in der Mitte einer Decke einen sehr mächtigen, einen sehr dominanten, einen sehr großen, prächtigen Lüster. Und es gibt aber in den Ecken kleinere Lüster. Die sogenannten Eckenlüster. Nee, die sogenannten, wie heißt die Frage? Lüster. Der will da rein. Ja. Will sich aber die Füße nicht verbrennen. Ja. Richtig. So, jetzt bist du dran. Ja, natürlich. Und um sich so langsam schon an die Temperatur zu gewöhnen, gießt er sich wohltemperiertes Wasser in die Schuhe? Affe. Ich werde euch sagen, die richtige Antwort lautet wie folgt. In der Wand der rechten Herzkammer. Hab ich gesagt!
Ihnen ist das scheißegal, aber ich kriege jetzt hier langsam ein. Ich habe jetzt rechts und links einen Tinnitus. Ja. Jetzt ist aber Feierabend. Ich sag's nochmal. In der Wand der rechten Herzkammer verläuft ein Muskelband, das Kontakt hat zu den Reizleitungsfasern. Ja. Die den Impuls für den Herzschlag zu den Herzkammern... Das hab ich wirklich... Herbert, ich leg mich schon wieder auf! Zu den Herzkammern leiten. Das hab ich doch gesagt. Das hab ich doch mal gesagt. Herbert, bitte, das hab ich hier jedes Wochenende. Jetzt leg ich nicht so auf. Ich brauch was, ich brauch was. Ich hab's doch gesagt. Aber weiter. Okay. Ich hör mal zu. Ja. Moderat, eckige Klammer auf, lateinisch, eckige Klammer zu, Komma. Kursiv gedruckt, bildungssprachlich, für Doppelpunkt, maßvoll, Komma, gemäßigt, Punkt. Herr Feuerstein hat recht, Herr Balder. Es macht mich glücklich. Ich sprach vom medizinischen Ausdruck und im medizinischen Bereich heißt Moderare so viel wie lenken, leiten. Mäßigen, führen. Nein, nicht mäßigen. Lenken, leiten. Mäßigen, im medizinischen. Es ist, moderare, Klammer auf, medizinisch, niemals auf den blöden Balder hören. Quatsch. Wisst ihr, was ich unglaublich praktisch finde, dass wir schon mal ein Brockhaus hier haben? So, ich wäre bereit für die erste Frage. Ja. Ich freue mich, dass Gildo Horn heute nichts sieht. Nein, das ist mein neues Image. Ja? Verrucht. Sarah Leander. Verruchte Leander. Er hat eben gesagt, er kann durch diese Brille uns alle nackt sehen. Ja. Wenn das gewusst hätte, hättest du den Rücken rasiert. Was? Ja. Schade. Ist das altersbedingt oder war das jetzt... Ich habe Sie verstanden. Nee, Carport. Ach, ich habe Carport verstanden. Ich weiß Carport. Immer noch nicht, was du sagst. Ein Carport. Was ist ja, wo das? Man das Auto reinstellt. Carport ist eine Garage ohne Wände. Genau. Wer will das denn? Der Schlitzwender. Wo kommt der denn vor? Na, höchstwahrscheinlich in China. Und zwar ist das ein Augenarzt in China. Nein. Schlitzwender? Ein chinesischer Augenarzt. Ich denke, nein. Oder wenn ein Chinese in eine Sackgasse fährt. Bei der Medizin wird vorher dort, wo geschnitten wird, ein Strich gemacht, damit... Bei der Schönheitschirurgie vor allem hier die ganzen Problemzonen werden vorher markiert. Was machen Sie denn da? Ja, die ganzen Problemzonen markieren, Herr Walter. Ja. Er war lange nicht mehr hier. Wo warst du? Ich hatte diesen heftigen Gerichtsstreit mit meinem Friseur. Der zog sich dann doch über 3 Monate. Aber wir kriegen das Schwein. Der ist ja auf der Flucht. Warum ist auf der Penatencremedose ein Hirte abgebildet? Ja, aber Penaten sind doch die Götter, ne? Die alten griechischen... Penaten sind... Das sind Götter, ja. Aber warum ist da ein Hirte abgebildet? Sag du, das weißt du. Ich hab's vor kurzem gehört. Ich hab's vergessen. Und du weißt es, Feuerstein. Verdammt nochmal, sag's. Ja, natürlich. Also, gehört, vor kurzem noch. Penatus war der römische Gott der Creme. Keine schlechte Idee, aber es handelt sich nicht um Priester. Mönche. Auch nicht um Mönche. Wann könnte das denn gewesen sein, zum Beispiel? Mittwoch. Wann? Nicht Mittwoch. Das wollen Sie von einer Frau wissen, die sich auch fragt, warum eine Thermoskanne etwas warm und kalt halten kann? Es gibt doch auch noch Dachpfannen. Vielleicht ist also der Pfannenboy, vielleicht sind das für den Dachdecker so kleine Hilfen, um ein Dach zu, mit Dachziegeln. Welche Hilfen? Ja, es hat nichts damit zu tun, Herr Balder, deswegen mühe ich mich nicht. Doch. Oder polizeilichem Schutz. Aufsicht, unter Aufsicht. Polizei. Das heißt, da waren welche dabei. Folgender Vorschlag. Es handelt sich um einen Weltrekordversuch. Der längste und der größte Waschlappen-Teddybär. Also, das Ganze, ja, ich sag's euch jetzt. Es ist ja furchtbar. Sag mal, es wird drüber. Hallo? Hört mal die Stimme an. Es wird ganz, ganz drüber. Mach mal weiter. Es trifft jetzt sehr mein Komik-Set. Der
Schlimmste war ein Schlappen-Teddybär, der unter Polizeischutz hier. Trompeter machen doch immer so eine Übung. Lippenprobe, ja? Wie machen die? Die machen mal. Die lockern nee, damit die Lippen. Die Muskulatur Lippen lockert ja. Das könnte man auch als Lippenprobe. So schlaf ich. Ich fahr so Auto. Ich bin bei der. Es gibt bei Schach im Prinzip zwei Spielarten: Offensiv? Einmal so und einmal so. Nicht offensiv. Aggressiv? Hase und ich. Schach und. Schachmatt. Und nein. Strip nein, 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 nein. Gerd guckt uns jetzt zu. Er blickt rechts auf das Kap der guten Hoffnung. Du ganz links auf Heller von Sinn und fragt sich. Oh, sind wir international. Wo ist der Unterschied? Oscar, Emmy, Grammy. Was? Oh. Nicht lachen, Sie hat es nicht gehört. Ich ging gegen mich? Nein. Nein. Habt ihr es gehört? Nein! Es ging gegen mich. Ja, nein. Was hat der Alte nein, es war eine Beleidigung. Es war eine Beleidigung für das Kap der guten Hoffnung. Kann man sich leicht merken. Alles Afrika. Ja. Es gibt eine, also unten, es liegt bei Südafrika, da drin ist ja Lesotho und Swasiland. Eine Lesbe und ein Schwarzer zeugen Moses. Lesotho, Swasiland, Mosambik. So merkt der Hohecker sich Hauptstädte. Ach, hier Corona. Kommt ja schon mein Alkohol. Wie kam es, meine Damen und Herren, dass am 9. Februar 1964 in New York für 10 Minuten kein einziges offizielles Verbrechen registriert wurde. Ein sportliches Ereignis? Alle vor dem Fernseher? Federball? Zwischen 14. und 15. Genau, Platz. Da ist so ein gedachter Strich. Und der Strichkampf ist der Kampf, der um die Abstiegsplätze in die Regionalligen oder in die zweiten Ligen geht. Was sagen wir dazu? Falsch. Richtig, gute, richtige Antwort. Ja, stimmt, absolut. Was? Stimmt? Richtige Antwort, ja! Aber meinst du das, was sagen wir dazu falsch und dann sagten sie richtig? Ja. Das war mir jetzt irritiert. Ich hätte jetzt sagen sollen, falsch, falsch, richtig. Naja, ist auch egal. Wie wär's denn mit einer Heizung? Ne? So eine, die leckt auch. Ja. Ja, das ist eine ganz bestimmte Heizung. Was denn für eine? Das ist die Heizung, die baut der Installateur ein, damit er einen Grund hat, wiederzukommen. Da kann er nämlich nochmal 75 Euro die angebrochene Minute kassieren. Der geht dann zu seinem Chef und sagt, ich habe der Familie Hohecker das Leckmodell. Haben Sie doch ein Leckmodell eingebaut, Dude. Sind die blöd? Sind die blöd? Und er hat er nicht gemerkt, obwohl er auf der gleichen Höhe war. Das war... Ich würde mich von Wald und Pflanzen generell und auch Friseuren Echt? Einfach mal verabschieden. Ein Beschneidung. Okay, sind wir denn noch in der Holzindustrie? War das mit den Brettern ganz okay? Da würde ich mich auch von verabschieden. Tiere. Da würde ich mich auch von verabschieden. Ja, dann weiß ich. Internationaler Terrorismus. Leuchten. Amerika hat sich ja im Laufe seiner bisherigen kurzen Geschichte... Was ist hier los? Also wir sollen so tun, als wäre da keiner. Ich muss sagen, es erregt mich ein Stück, was hier abgeht. Oh, 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 ihr habt das Licht ausgemacht. Das war's. Oh, ist gut. Ja, oh, oh, oh. Zeig dich mal. Oh, oh, oh. Meine Damen und Herren. Ich auch. Ich will das auch. Oh. Was macht der? Der sagt, der misst zum Beispiel den Blutdruck oder irgendwelche Werte, misst der, sagen wir irgendwelche Werte und wenn die unter, oder wenn ich bewusstlos werde, dann klingelt der im Krankenhaus an und sagt, holt den mal ab, er ist ein Häuflein Elend. Ist das wie sieht so denn der aus, der hier aus? Ist das ein weißer Kasten? Ist das? Ist das, jetzt? Wie groß ungefähr? Nein. So. Welche Farbe hat er denn? Weiß, roter Punkt. So. Komisch, ich rede mit ihm nur, der spricht gar nicht und ich höre ihn. Ihr seid meilenweit entfernt, Lichtjahre entfernt, womit ich beim Thema bin. Textilindustrie, Spaghetti-Träger. Ja. Nein, so. Da sind wir gerade. Lichtjahre entfernt, das war ein Hinweis, wir sind in der Astro... Deswegen sage ich es euch jetzt auch. Oh, bitte. Gut. Wir sind in der Astrophysik, genau. Sind wir in der Astrophysik? Also
Also, würde in so ein schwarzes Loch jemand hineinfallen, Hoeker zum Beispiel, dann würde er beim tiefer Fallen aufgrund der unterschiedlichen Gravitationskräfte, die im Inneren des Loches herrschen, in die Länge gezogen. Wo gibt's sowas? Das ist ein Fachbegriff aus der Fliegereiabteilung, Propeller. Flugzeuge. Ach, natürlich! Ja, natürlich, jetzt wo ich mein sage, Gott, ja. Bei Propellerflugzeugen kann die Winkelstellung der Propeller verändert werden. Normalerweise der Anstellwinkel des Propellers. Zu spät. Normalerweise wird eine möglichst flache Winkelstellung gewählt, Folge der Luftwiderstand verringert sich, was wiederum den Spritverbrauch senkt. Ach, ich hasse mich! Ja. Das Sinn, machen Sie mal weiter. So, danke, Herr Balder. Lieber, lieber, lieber junger Mann. Sind wir vielleicht doch wieder in der Bundeswehr? Herr Knob, Sie waren ja mal da. Ja. Und ich glaube, die machen lustige Dinge auch im Popo. Aber machen die vielleicht auch... Also bei mir nicht. Bei mir nicht. Bei der Brüstung. Moment, Moment. Die Elfen aus Kleeblättern werden die geboren. Wer? Die Elfen. Aus Kleeblättern? Ja. Haben Sie noch nicht gesehen, Herr Balder? Das sieht man nur, wenn man ein reines Herz hat. Wir wissen ja gar nichts heute. Irgendwo habe ich ihn. Muss gucken, wo er ist. Oh, wir haben zwei hintereinander nicht gepackt. Du musst den Reißverschluss erst aufmachen. Also, ich... Aber ist das nicht so, dass bei den kleinen Jungs am Anfang, dass da alles noch so ein bisschen anders ist und dann irgendwann rutscht das so ein bisschen nach unten? Ich antworte Ihnen auf meine Weise, das war an sich gequirlte Scheiße. Nein, ich sag's euch. Ich weiß, Sie sagen noch gar nichts. Ja. Herr Feuerstein, bitte. Das ist ein Antrag für eine Kur. Ein Antrag, den man stellen muss bei der Krankenkasse für eine Kur, damit man so lustige Ayurveda-Dinge machen kann, damit der Körper sich selbst reinigt. Vielleicht ist es aber auch... Was? Richtige Antwort, aber nicht für diese Frage. Ja. Und da gibt es ein... Oh. Oh. Nation, habt ihr... Haben Sie das gehabt? Nation, habt ihr das Gesicht gesehen? Wie hat ein österreichischer Supermarkt innerhalb kürzester Zeit seinen Umsatz um 20% gesteigert? Gar nicht. Doch. Er hat ein zweites Regal aufgebaut. Aber dann wieder Herr Balder, angezogen. Wenn Sie jetzt gleich rausgehen, lassen Sie einfach Ihren Hut im Studio. Der ist schon da, der hängt schon da, der ist nur nicht zu sehen. Ich habe den Hut immer auf und der ist, dieser Hut ist immer bei mir. Ich trage ihn immer bei mir. Ja, Herr Balder, das ist richtig, das ist richtig. Komm, wir gehen jetzt ganz vorsichtig hier raus. Der Herr Balder hat nämlich einen, wir sehen ihn alle, den Hut, ne? Ja. Also ich... Ja. Heißt? Fertig. Reparieren. Motorisieren. Was macht denn so ein Chip? Tut. Nein. Im Kindergarten damals, das war vor langer, langer Zeit, da... Als du klein warst. Mir sagt man ja zum Beispiel, ich hätte schwere Knochen. Nein, das sagt man du nicht mir. Du hast einen schweren Schaden. Das Übrigens, I love the word. I had a dreifachen Bandscheibenvorfall im Nackenwirbelsäulebereich. Was? Es war sehr, sehr anstrengend. Es hat gedauert 6 Wochen, until I could aussprechen the word. Ja, ja. Dreifachen Bandscheibenvorfall im Nackenwirbelsäulebereich. Es war sehr anstrengend. Was auf Englisch heißt slipped disc. Anyway. Was haltet ihr denn? Oder können wir nicht über was, wie ein Spinnrad. Spinnrad oder so ein Spindel aussehendes Ding, wo was vielleicht in Hochlagen. Masten. Hinten, hoch. Vorne hoch und hinten Masten. Was ist dazwischen? Was? Hochleitungsmasten. Ganz genau. Danke. Vorne hoch und hinten Masten, was dazwischen? Spannung. Was haben wir da dazwischen? Spaß, wenn es gut läuft. Ja.
Es ist ein häufiger Fall, dass Hochhäuser, die in der Nähe von Kirmesbuden wohnen, ja, also die da sind, also dann ist passiert, dass Leute Ballons kaufen, mit Helium gefüllt und die fliegen dann weg. Ist das Helium richtig oder ist das Gas, was drin ist? Du Helium wirst es wissen. Ist ein Gas. Genau. Das. Na gut, das kann man ja auch mal klären an dieser Stelle. Kein Grund, mich anzuschreien. So. Relativ häufig widerfährt das zum Beispiel dem besten Stück des Mannes. Ich erkläre hinterher, was das ist, Herr Wolke. Wenn es zum Beispiel bei dem besten Stück des Mannes nach einem frischen Piercing zu einer Erektion kommt, das kann passieren, dann passt dieses das Ring Das erkläre ich Ihnen dann ja, gleich. Danke schön. Vielleicht hat es ja was mit den Wasserkosten zu tun. Mit den Wasserkosten? Lass uns auf in der Firma, in dem Firmengebäude. Ja, wer viel isst, muss auch viel kacken. Sind wir im Sport? Sind wir im Sport? Ja, kann man so sagen. Dann ist es... Okay, Schach. Der Tabernakel ist in einer Höhle in der Kirche und man muss da durchkrabbeln, um an die Ostsee zu kommen. So. An die Ostsee? An die Ostsee? Sie sagt, man muss da durchkrabbeln, um an die Ostsee zu kommen? An die Ostsee. Ah, Ostsee, ah! Der Schlafbursche war der Junge, der das Bett vorgewärmt hat. Super, ja, gut. Der hat sich da reingelegt, dann war das Bett warm, dann ist er raus und ist der König da rein. Und wenn der König böse war, musste der Junge bleiben. Im Ersten Weltkrieg, also irgendwie so in den 80ern. Ja, 1418 glaube ich sowas. 1418. Wie groß waren die Ballons denn? Das weiß ich nicht, aber sie müssen da so ungefähr 25 gewesen sein. Die automatische Anschnallhilfe im Auto, ja, reicht einen den Gurt nach vorne. Und ja, dieses Teil, was den Gurt nach vorne trägt, ja, ist die Gurtpfeife. Warum heißt sie denn Gurtpfeife? Weil die pfeifenförmig ist. Wie pfeifenförmig? Ich bin drauf gekommen, als ich dich angeguckt habe. Es ist, Du machst auf dicke Hose vor deinen Nachbarn und wirst dann irgendwann abhängig wie Kaffee, Latte, Macchiato ist eine Schmucktrube. Jeder Vollidiot trinkt Latte Macchiato, Vanille Macchiato, Strawberry Macchiato, Macchiato, Macchiato. Jeder mal Kaffee, kriegst du nirgendwo mal Kaffee. Hier ist so Shibu, kriegst du Unterhosen. Es gibt keinen Kaffee mehr. Ich gehe jetzt mal mit euch gut gelaunt in die Tierwelt, und zwar in die Ornithologie. Ich bin bei Vögeln, bei den Vögeln. Ja. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass der Fachmann bei Truthahngeräuschen von kleckernden Geräuschen spricht. Ja. Und der Truthahn wird hier eine Tüte haben. Irgendwo, ja, und die kann man eben, die bläst sich dann so auf und ich habe noch nie einen lebenden Truthahn mit Tüte gesehen, glaube ich. Noch nie. Nein, der Ornithologe spricht von der Kleckertüte, so, die sich so aufbläht und dann wieder wie eine Tüte wieder schlaff wird, wie der Truthahn. Ich konnte das jetzt nicht richtig gut imitieren. Nein, aber was du meinst, ich weiß, was du meinst. Kann man jemanden Truthahn machen? Der berühmte Truthahn-Imitator, wie ist Ihr Name? Udo. Udo, wenn Sie freundlicherweise in meinem... Nochmal. Jawohl! Sehr gut, danke schön, sehr gut. Vielleicht haben Sie es ja gesehen, meine Damen und Herren. Der Dame neben Udo ist das sehr, sehr peinlich jetzt. Ich finde das immer toll, wenn Leute zweisprachig groß werden. Ja. Warum hat das Uakari-Affenweibchen nur Sex mit Männchen, die feuerrote Gesichter haben? Ich glaube, die steht auf Pierre Brice. So, der Indianer an sich motiviert die Frau ohne Ende und dann kommt die richtig in Schwung. Wie kommst du jetzt auf, ja, Pierre Brice mit feuerroten Gesichtern? Rothaut. Ach so. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass diese Affenweibchen hören sehr schlecht. Also das Gehör ist unterentwickelt und dass sie gewollt werden, erkennen die daran, dass die Affen Menschen, die rufen dann, ich will dich! Und dadurch wird's rot. Das ist eben ein roter Kopf.
anknüpfen. Malerei, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Erstmal gibt es natürlich Gemälde vom röhrenden Hirsch, kennt ja jeder. Da wird eventuell auch in der hochwertigen Hirschmalerei der spezielle Jägerstrich angewendet. Bob Ross, and now we put a little bit of light green into the mountains and look and see what happens. And now we take a little bit of dark green. Look the sky. Und zwar, ganz kurz, ob die Mahlzähne übereinander liegen. Weil man kann nur Kaugummi kauen, wenn die Backenzähne übereinander liegen. Yeah. Wenn man das nicht kann, verdammt, dann sind wir ein Reh. Okay, ich versuch's mal weiter, meine Damen und Herren. Wir gehen mal nach Bonn. Hoeker, deine Stunde! Ja, setz mich jetzt was unter Druck gerade. Ja, dort wohnt Stefan Gehrmann. Ach, kennst du den? Ach, Scheiße. Der Gehrmann. Der Gehrmann. Die alte Ratte. komm, sag. Ey, wenn ich den erwische. Also, Stefan Gehrmann aus Bönn. Also aus Bönn. Bönn, natürlich. Wo bekommt das Bönn? Der war früher in Berlin, aber der ist jetzt nach Bönn gezogen. Bericht als Bönn. Alleine für Herrn Schmitz. Was ist eine Domwanne? Eine Domwanne? Muss es nicht heißen, eine Domwanne? Ist ein Vogel! Was ist das? Ein Vogel! Muss doch kein Vögel, eine Domwanne ist. Eine Domwanne ist ein Vogel. Ein Insekt. Okay. Das ist eine Wanne, das ist etwas, was aussieht wie ein Dom, also irgendwas mit was spitze Fühlerchen hat. Und den Rücken so ausgehöhlt wie eine Wanne? Ich würde sagen, es ist eine Raupe, Herr Ja. Na, da bin ich aber für einen Schmetterling. Ralf Huppertz wohnt in Meerbusch und möchte gerne wissen, was ist die Schmetterlingsstellung? Schmetterlingsstellung? Ja. Komm, der Flötenschlumpf fängt an. Ja. Die Schmetterlingsstellung. Es ist was ganz. Jetzt schon die Lösung dachte ich. Ja, ich glaube, ich sag's euch. Ihr kommt nicht drauf. Vielleicht kommt einfach aus dem Ballett und ist irgendwie so ein. Ja, also wenn man da steht und hat dann so ein. Können Sie das Gesicht noch so mal zu den Damen und Herren nach vorne machen? Sehe ich von hinten so schön aus, dass Sie sehen. Es ist die Amphore. Die Art, wie Topflappen über einem Herd hängen. Bitte was? Irgendwie schön. Topflappen über einem Herd, Herr Balder. Schmetterlingsstellung. Ich kann mal den Topflappen in die Schmetterlingsstellung. So. Sagt ja die Liebling, Mutter zu Hause. Kommt doch mal anschließend. Sagen Sie mal, wo wächst der denn, der Schmetterling, in welchem Land? In einer Puppe. Der Helge Braun. Nein, ich meine, wo der lebt, meine ich jetzt. Wo der lebt? Ja, Natur. Wo der aufwächst, in Südamerika. Ah, in Südamerika. Der heißt eigentlich Shrik Chomakana. Ich glaube, das ist... Wie heißt der? Ich frage Sie am Ende der Sendung nochmal. Bitte. Ich sage euch jetzt die Antwort. Ja. Und ihr werdet alle hinten überfallen. Ja. Wisst ihr, was die Rostbinde ist? Nee. Ein Schmetterling. Scheiße! Nein. Scheiße! Ein Schmetterling! Ich muss jetzt bei dieser Sendung daran denken, ich denke, es wird auf jeden Fall, wenn er die Frage stellt, wird es die ekelhafteste Lösung sein, ja, oder? Und dann denke ich sofort an Boxerhunde, die ja gerne so meterlang Fäden hinter sich herziehen. Die sogar stolpern, wenn sie drauftreten, ne? Gut, dann bin ich für Begrenzungszäune im Zoogehege für Lamas. Ja, ihr seid ganz weit weg. Oh, wie wäre es denn im Dentalbereich, wenn hier die Zähnchen so zu lang wachsen? Ja. Oder bei den Tierchen im Zoo? Bei welchen? Dass die, bei welchen, ne? Wir sind bei den Tieren im Nein, Zoo. Nein, aber trotzdem. Ich hab gleich hier einen Vampir-Effekt, Herr Walder! Da hau ich aber meine Zähne rein!
Wir haben so viel Spaß miteinander. Also die mit sich. Fragen. Ja. Rüstlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie der aussieht. Und ich weiß auch nur, dass sie in Alabama Whisky trinken. Mein Gott, was soll ich denn sagen? Wir wollen einfach nur hier sitzen. Also, die Känguru-Mama hat 4 Zitzen. Und warum säugt dein Känguru-Baby immer nur an denselben 2 Zitzen? Vielleicht hat es damit zu tun, dass das irgendwann mal irgendwo anfängt und dann erkenntest du die Stellen wieder. Also hinterlässt Enzyme oder eigenen Speichel und geht nur dahin zurück, wo er weiß, dass er schon mal war. Ich glaube einfach, da gibt es 4 Geschmacksrichtungen und die stehen halt nur auf 2. Es gibt kein Lieblingsgeschmack und Kakao oder so. Haus-zu-Haus-Verkehr. Was ist das? Ein Begriff. Schau mich bitte nicht an. Ein Begriff von den Taubenzüchtern. Oder Schneckesex. Was ist eigentlich zuerst da, die Schnecke oder das Haus? Das kommt drauf an, ob sie einen Bausparvertrag haben. Es gibt ja Bodenhaltung. Buchhaltung? Käfighaltung, Bodenhaltung und Fußballhaltung? Ja. Komm, grad Lorenz, vergleich. Da kriegen die Hühner einen Ball in den Stall. Natürlich. Ja. Bastian, ja. Ich habe gehört, du kannst den Kofferraumdeckel eines Ford Escorts tierisch nachahmen, stimmt das? Ja, wenn man ihn öffnet. Früher gab es mal so ein, also in den 80ern dieses Auto, machst du den Puff und dann. Das Geräusch erkennen viele. Kann man den auch wieder zumachen? Ja, kann man auch. Da man 20 Tonnen Kakerlaken nicht auftreiben konnte, dieses typische Geräusch, Kakerlaken fallen in Massen von der Decke, dann hast du doch auch zu Hause. Sind Kotztierchen Tierchen, die ihren Magen nach außen stülpen können, damit sie die Nahrung... Hallo, ja, Kinder. Ich kann doch nichts für die Frage. Ich muss doch hier mitdenken. Die stülpen? Wir hatten das doch schon mal. Es gibt irgendwann... Ja. Wir hatten doch schon mal, dass irgendein Tierchen seinen Magen ausstülpen konnte und eben nicht die Nahrung oral zu sich nimmt, sondern am Ende... Extern verdauen. So, danke. Bitte. Also so ein Haustier will ich nicht. Es gibt ja verschiedene Arten von Haufen. Es gibt halt den Misthaufen, wo das kommt, was die Kühe da gemischt haben, so weg. Dann gibt es den Heuhaufen, mit dem die Kühe später fressen. Und dann gibt es noch den Strohhaufen, mit dem, wo die Kühe sich drauflegen und schlafen, damit die besser träumen. Dann gibt es ja noch mehr Haufen. Und dann gibt es ja noch mehr Haufen. Ja. Die Haarnetze, werden die aufgetragen, wenn die geschoren waren und dann wächst die Wolle da durch? So könnte ich es mir vorstellen und dann geht das Scheren schneller. Das sage ich nicht. Aha. Aber das war aber eine Antwort, die ich klug finde. Das war falsch. Ja, aber so, so würde ich es machen, so wird es auch demnächst gemacht. Und Marco, den ich jetzt recht herzlich begrüße, möchte gerne wissen, was ist eine Stereofliege? Eine Stereofliege? Ah, das ist ein DJ im Insektenreich. Ja. Die Stereofliege legt jeden Samstag auf der Mückendisco und da wird dann Fly Robin Fly genannt. Natürlich. Ist das vielleicht etwas aus dem Zirkus, was ein Clown gut gebrauchen kann? Der Clown an sich hat doch klein so lustige, gerne so lustige Gimmicks. Die machen zum Beispiel eine Fliege, die sich dann plötzlich dreht. Genau. Und dazu muss es eine Propellerfliege sein. Also es müssen 2 Fliegen sein, um irgendwie einen lustigen Effekt herzustellen. Und das könnte eine Stereofliege sein. Der Clown braucht es ja. Oder einfach aus der Biologie. Also 2 zusammenfliegende Fliegen ist Stereo. 5 Fliegen zusammen werden eine Dolby Surround Fliege. Also das ist der Unterschied. Genau. Daran. Und eine dicke Fliege ist Kunstkopf, falls das noch jemand kennt. Ja, natürlich. Hallo Hugo. Ja, ich sehe, es ist jetzt... Oh scheiße, das Heft meinen Sie. Es ist eine Fliege und sie sieht wirklich dreidimensional aus. Macht mich völlig fertig. Ja. Oh, wie süß, die Katzen auch. Diese... Ich begrüße auch Oliver Kalkofe, ich begrüße Tete Mierendorf. Entschuldigung, Herr Bader, aber der war nochmal gut von Herrn Kalkofe. Was hat er gesagt? Goldener Dalmatiner. Da war aber auch ein Labrador drin, glaube ich. Ja. Wer hier drin war, das entscheidet immer noch.
Sie haben gerade nötig zu lachen. Sie sehen aus wie... Ich hab noch was. Was? Rippeltippel Nummer 1 mit keinem Tippel ruft Rippeltippel Nummer 4 mit 270 Tippeln. Und was war das jetzt für ein 101 Martina? Nein, und jetzt muss sie nämlich sagen, Rippeltippel Nummer 4 mit 2300 Tippeln ruft Rippeltippel Nummer 1 mit 0 mit wir keinem Tippel. Wir kennen die Spieler aus dem Heim nicht. Kommen wir jetzt irgendwie bescheuert? Nur weil... Was hier das ist? Wenn man einen Fehler macht, ist es ein Tippel. Du setzt da zu viel voraus. Ich glaube, nee. Das Windhundverfahren ist also wenn Windhunde Rennen laufen, dann haben die doch so einen Hasen, der auf so einem Draht gespannt wackelt und der macht immer so. Und die Windhunde. Wie macht er? Oder wird das Tier in sich getestet? Das wird getestet, ich glaube. Vielleicht testet das Tier damit den Abstand zur Beute? Ich weiß nicht, wo das herkam. Ja, das ist sehr lang. Es gibt Fische, die spucken nach Insekten, ja. Sodass das Insekt und zwar dann unter Wasser. Unter Wasser, genau. Ja. Nein, aus dem Wasser raus. Habe ich auch. Aus dem Wasser heraus. Gesehen. Also von leicht unten, nehmen wir mal an, da oben ist jetzt die Fliege. Richtig. Nein. Ich möchte ein neues Wasser, bitte. Das ist Wissenschaft. Wirklich. Ich möchte ein jetzt neues Wasser. Nehmen wir mal an, die Fliege ist hier in diesem Wasserglas gelandet. Und ich könnte sie jetzt verspeisen. Da ist eine Menge drin gelandet, aber keine Fliege. Was für die Steuer ist der Eichel, ist für Wiegert Boning Speichel. Fische. Die jetzt Schollen. Lass uns nicht in Raterei ausarten, ich gebe euch... Das Ungeheuer aus dem Amazonas. Okay, dann gebe ich euch nicht, dann möchte ich auch noch wissen, wenn ihr den Fisch habt, für was das Organ da ist. Kein Problem, machen wir. Dann ist es der Aal. Der Aal? Ja, weil er ist selbst eine Seitenlinie. Es ist der Hering in Tomate. Was am Rand liegt. Ach, und das Seitenlinienorgan ist das scharfe Ding, wo man sich immer schneidet. Das ist die Aufrisslinie an der Fischtube. Genau. Fischpaste, Tube, Abba, von Abba. Ist bekannt? Nein, auf keinen Fall. Ich denke mal, wir sind in der Kaninchenzucht. Das jetzt ein bisschen naheliegend, finde ich. Ah, es wird einfach unglaublich. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Eben, es wird unglaublich potente Rammler geben, die bewusst... Die gibt es, Frau von Sinn, die gibt es. Allerdings. Die bewusst in Einzelhaft gehalten werden. Na, die kenne ich weniger. Damit die sich nicht verausgaben mit ihren Partnerinnen. Herr Hoeker weiß, wovon Sie sprechen. Herr Walder. Sag mal, wird jetzt nach jedem Satz von mir so eine dufte Pointe abgezündet oder was? Ist hier los? Adventswasser. Was ist das? Kirschwasser. Das ist, wenn der Schnee zum ersten Mal taut. Wenn der Schnee zum wenn ersten Schnee Mal taut. Der neue Sat.1-Film. Genau, heute 20 Uhr. Auf der Josef Liefers. In der Hauptrolle. Heino Ferralder. Nadja Uhl. Und nochmal Heino Ferralder. Wenn der Schnee zum ersten Mal taut. Der große Weihnachtsvierteiler. Ja, doch, das ist eindeutig. Von den Machern von Wenn die Kuh zum ersten Mal kalbt. Ja, genau. Also, Adventswasser. Von den Machern von Die Mauer, von Die Strom. Ist alles zusammen. Als die Mauer brach, brachen auch die Deiche. Alles zusammen. Adventswasser. Die großen Adventswasser. Adventswasser haben wir gerade erlebt. Es ist ja gerade Weihnachten vorbei. Ja. Das ist ein Spaß für euch. Wir haben alle zusammen einen Adventskranz gehabt. Sag mal ein Wort mit 5TZ. Adventskranzkerze. Kann man mal machen. Kann man machen. Schneiden Sie raus. Ja. Passen Sie auf. Wir haben vier... Ja, Kinder, ich war lange im Scheibenwischer. So. Vier Kerzen. Vier Kerzen. Ich muss die Kerze nacheinander anbrechen, je nachdem, welcher Advent gerade war. So, also...
ist der Plan, dass die Kerze jeweils kleiner wird. Also ich weiß, der erste Advent ist die erste Advent war an dem Tag, als die Kerze zum Angeln, die jetzt die kleinste ist. Da geht schon jemand, ich kann es verstehen. Wiedersehen. Er fragt sich schon die ganze Zeit, warum er hier ist. Wenn meine Gags scheiße werden, geht mein Vater. Wenn ich also verschiedene Kerzen unterschiedlich angemacht habe, steht oben in der Kerze so ein bisschen Wasser. Das muss man ab und das ist das Adventswasser. Ja, hab ich doch jetzt zügig und kurz und knapp. Ich habe jetzt... Entschuldigung, Bastian, ich habe jetzt den Anfang nicht mit. Nochmal ab Hallo, ja? Also stell dich nochmal dahin und geh so jeden Einzelnen von uns zurück. Aber ich sag jetzt mal, ich bin jetzt nicht so... Das war ein schöner Satz jetzt. Durchaus. Ich kenne mich jetzt schon. Ich auch nicht. Ich kenne mich jetzt nicht so in Kirchen aus, aber es gibt doch Weihwasser. Und vielleicht haben die Jungs da spezielles Adventswasser, speziell geweihtes Wasser zur Adventszeit. Wie ist denn das? Was ist süß, lecker, Herr Baller. So ein bisschen zitronig, ein bisschen Apfel, ganz lustig. Ganz lecker. Nein, ist es nicht. Adventswasser. Adventswasser. Advent heißt ja Ankunft. Ach, adveniere, jetzt wo Sie es sagen, Herr Ulrich. Vielleicht kommt der Mann gleich zurück. Tut schon alles weh. Also. Ich glaube, ist es einfach nur Wasser, was durchs Türchen kommt? Was durchs Türchen? Macht hoch die Tür. Durchs Türchen, das Adventtürchen, das macht man doch auf. Und da kommt Wasser raus. Ja, wenn es ein Scheißkalender ist. Aber Nico sagt ja, da kommt jeder drauf. Ja, das tun wir wieder mal. Vielleicht ist es... Ich bin bei etwas, was verschwindet und wiederkommt. Wir sind bei... Bei dem Mann. Ich sag Ihnen mal, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ist das einfach, in einer Schere wird einfach die untere Schneide bei einer Schere die Helferschere genannt? Weil mit einer... Natürlich! Die Helferschere! Langsam, Moment! Ist das geil! Lass doch einmal die andere! Martin! Das ist falsches! Ich weiß es! Bitte, ihr seid dran! Ich schäme mich. Was sagst du? Was? Was denn? Ist er völlig durch. Hat man einen Arzt da? So, macht ihr mal weiter. Wir lassen ihn mal liegen. Lass ihn mal. Ich löse jetzt. Ja, löse mal. Bei den Krebsen eigentlich. Den Arzt brauchen wir für mich. Ich bin echt kurz vor dem. Er braucht das, glaube ich, ab und zu. Herr Göttin, ganz kurz. Haben Sie jetzt die Antwort? Ja. Hast du sie wirklich? Würden Sie sie eventuell auch formulieren? Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Wenn ich wieder bei Sinn bin. Es handelt sich dabei um eine... Wenn Sie wieder bei Sinn sind, dann müssen Sie rübergehen. Gerne. Ja, dann komm mal zu mir, Schatz. Komm mal auf meinen Schoß. Löse jetzt erklär uns mal in aller Ruhe. Die Helfer stehen. Das ist so geil. Ich hatte sie schon in der Hand. Die ist einreich. Muss der Schief sein? Das Höckerchen hatte die Helferschere schon in der Hand. Also. Er hatte was? Die Helferschere schon in der Hand. Ihr? Mhm. Bei der Helferschere, meine Damen und Herren, handelt es sich um ein Objekt, was vor allen Dingen in Kindergärten oder anderen Erziehungsbereichen eingesetzt wird. Dabei ist das Kind in der Lage, im vorderen Bereich die Schere zu halten, hat aber die Möglichkeit, von einem Erziehungspersonal im hinteren Bereich unterstützt zu werden, weil sich auch dort zwei Ringe befinden, wo der Helfer in die Schere hineingreifen kann, um dann die Schnittkraft zu verstärken, dessen des Kindes noch nicht ganz voll ausgereift ist. Herr Balder, stimmt das? Ja!
Das ist sehr schön für eine andere Frage. Es handelt sich um ein elektronisches Gerät. Ja, es muss ein Gerät sein. Was Augen. Und jetzt kommt's. Prüf. Weil da habe ich die ganze Zeit schon überlegt, was könnte es tun? Ich glaube, wenn es das Auge ist, dann könnte es sein, dass dieses Gerät. Und den Rest macht ihr Leute, denn das hat schon also Kraft gekostet. Dass dieses Gerät. Stille. Moment, Entschuldigung. Können wir mal Lichtwechsel haben, bitte? Können wir schnell einen Lichtwechsel haben? Holger ist gerade so schön dran, das müssen wir unbedingt. Ich glaube, es geht um. Bitte schön. Ganz und nochmal. Hat jemand von euch schon mal Herr der Ringe geguckt? Original. Mein Schatz! So, also jetzt. Dieses Gerät prüft das Auge. Aber welches Auge? Welches? Das kommt drauf an, ob ihr das Blick. Oder ob ihr das rechte Auge meine? Hab ich recht, Herr Beiler? So, Licht wieder an. Ja. Ich hab eine Idee. Nur kurze Antwort. Entschuldigung, ich sitze hier schon viele Jahre in diesem Studio. Und wenn der alte Mann jetzt sagen würde, richtig, dann zieht die Hella sich aus. Bravo. Herr Walder, ich habe eine Idee noch. Puff. Ich bin im Erdreich. Ich bin im Erdreich. Wo sind Sie? Ich komme nur hier. Lustig. Abzuspalten, Erz, Güter. Mit der Hand. Irgendwas abzuspalten. Vielleicht zum Beispiel, wie wäre es denn mit Beton und Dynamit? Ein Griff, um eine Dynamitstange in einen Spalt. In einen Spalt, damit dann Berge. Es ist mir ja so furchtbar. Unangenehm. Ist das richtig mit dem Dynamit? Wir müssen da gar nicht drauf. Ist das richtig mit dem Dynamit? Theatersprache. Nein. Ich bin jetzt im Theater. Das ist gut. Das ist gut. Der Spaltgriff vom Theaterdirektor. Ja. Um zu sehen, wie die Leute da sind. Ja. Seid ihr alle da? Oh, schnell wieder zumachen. Es ist voll heute. Ja. Ich glaube... Nee. Keine Ahnung. Also es kommt aus der Werbung. Es ist der Griff in die Tasche zu der Spalttablette, wenn du Kopfschmerzen hast. Du bist so gemein. Weißt du, was mich jetzt erinnert an den Asterix-Band, wo Miraculix den Hinkelstein auf die Hose gekriegt hat und sich immer wegschmeißt vor Lachen. Egal, was einer sagt. Frage, hat das was mit Hose zu tun? Oh, ja, genau, das ist das, was man aufsteht und... Ja, mach es jetzt bitte nicht, Karl. Nein, nein. Aber ja, natürlich. Dafür ist der Tisch zu schmal. Ja. Ja, Was ist ein Wichswart? Ich glaube, das hat wirklich was mit... Hat das was mit Schuhen zu tun oder ist das Unanie? Und einer achtet, kann ja wie bei Pornofilmen. Immer noch an die Bärte erinnern. Ja, aber Pornofilme, da heißt es ja, man muss Anbläser. Sich Anbläser. Woher kennst du das so genau, Bernhard? Ich kenne den Namen, du weißt, wie es geht. So, geh ich drauf ein. Also, hat das mit Schuhen zu tun? Also mit Schuhen in dem Sinne, also bei dem Wichswart, den ich hier meine und den ich auch gerne hören möchte, an sich weniger. Ich glaube, Leder ist aber gut. Ich glaube, das ist der Zuständige, der für Sattelleder zuständig ist, damit das immer frisch Wichst. Ich krieg das Wort ja nicht raus. Ne? Nee. Nein, Boden ist... Boden. Wir ist falsch. Bonan. Bonan hat das aber was... vielleicht ist das mit dem Wichsen doch ganz woanders. Wichs. Wichs.
Gibt ja auch Vic Vaporub. Aber damit wichsen ist unheimlich scheiße. Das tut weh! Au, 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 au. Oder am einen, Popo. Am Torso. Ist es eine Hautkrankheit? Warum guckt der Mann immer nur so? Die Türken hatten einen besonders hohen Sattel, der besonders weit nach oben ging hinten. Deshalb. Die Zeit ist rum. Die Kohle schon aufgeteilt. Der Läufer ist eine bestimmte Rolle in einem Seilbahnsystem. Und ein Läuferverband sind mehrere von diesen Rollen hintereinander. Find ich gut. Falsch. Der Läufer ist ein bestimmtes Poststück, was mit einer etwas höheren Geschwindigkeit transportiert wird. Und ein Läuferverband sind mehrere Poststücke dieser Art. Falsch. Ein Läufer. Aber eine Post ist schon gut. Früher als die Post bei Hermes zum Beispiel. Da waren dann mehrere Läufer, eine Staffel so zum Beispiel. Falsch. Staffelläufer. Ein Läufer ist zum Beispiel eine bestimmte LKW-Art, die aus irgendwelchen Gründen nicht große Strecken, sondern immer nur kleine Strecken fährt oder genau umgekehrt. Und ein Läuferverband sind mehrere davon. Falsch. Da falsch. Wir sind in einem Bienenstock. Falsch. Zahnersatz. Mehrere Zahnersatz. Läufer. Also ich sag jetzt mal, ich will mich auch jetzt nicht in die Patrouille reiten. Ich sag jetzt einfach mal, da war irgendwie so ein Königsvieh. Ja. Oder irgendwas Wichtiges. Oder ein Herzog. Und der hat mit drei Schüssen zum Beispiel drei Tauben oder drei Fasane oder was auch immer erlegt. Und dieses, haben wir überhaupt von dem Wirtshaus gesprochen gerade? Ja, nein. Nö, also ja, ich nicht. Wo hier sind schon. Wir? Im Spessart? Im Spessart. Und zwar in Eschau. Ach, nur in einem Ort. Wir haben gar kein Haus. Wirtshaus kommt alles von euch, habe ich nicht gesagt. Ja, behaupte ich das aber jetzt trotzdem. Ach du lieber Himmel, ich rede mich im Kopf und Kragen. Ich behaupte trotzdem, dass es das Wirtshaus ist und dass die immer noch zu Ehren irgendeinem Ludwig Ferdinand schieß mich tot. Mein Publikum hat das nicht so gerne, dass ich immer zwischendurch sage, schieß mich tot, wenn ich nach Wörtern suche. Also Firlefanzi Funzi. Der hat also mit drei Schüssen etwas erlegt. Und da machen wir doch jeden, weil es war an einem Donnerstag natürlich und auch morgens um, was haben wir gesagt, 9:30? Und das feiern die. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Das feiern die heute noch? Jeden Donnerstag? Ich glaube meine Wörter nicht. Also, der Spanier an sich hat ja teilweise sehr merkwürdige Rituale. Nicht nur, dass sie in Pamplona diese Stiere da durchjagen. Nein, sie haben auch, wenn sie jetzt noch einmal sie sagen, alter Mann. Sie haben ja auch dieses, so ein lustiges Örtchen. Ich habe Angst, dass der Mann wieder sie sagt. Ein lustiges Örtchen, wo sie zum Beispiel so eine Tomatenschlacht machen. Weißt du, so watch, watch, watch und dann so blue, alles so. Das heißt. Tomatas, tortilla, barcotas. Wenn Sie jetzt erst einschalten und sich wundern, ich sage nur zwei Worte, Haartönung und Botox. Ein letzter, ja, Versuch. Letzter Versuch. Es handelt sich um ein Kunstwerk. Und zwar wird da das Stück gespielt, das langsamste Stück der Welt. Und das fängt... Und das, ja, und das fängt halt an mit einem Ton, dann wird halt so ein Ton gespielt. Und in der Zeit ist halt gerade eine Pause. Zwei Jahre lang. Nein, ja,
Die Pause ist 2 Jahre lang, weil das Stück selber... Bis zum nächsten Ton. Das gibt es, gibt das langsamste Stück der Welt. 2127 ist das Stück fertig. Naja, und da haben sich halt überlegt, wie langsam ist das? Am besten, so lange muss das Stück dauern, wie es Orgeln gibt. Und halt, das sind halt dann 2 Jahre für so eine Viertelpause. Ja, richtige Antwort von Hoike. Was gewusst ich heute? Ja, hier. Hallo, der Bart. Der Bart. Schuh. Der Schuh. Eine immerhin. Frage. Eine Frage. Immerhin. Ich bin sehr begeistert. Es war ein sehr gelungener Samstagabend heute. Ja, schön, total toll. Ja, schön. Vielen Dank für die tollen Fragen. Da zu Hause. Machen Sie so weiter, meine Damen und Herren. Das war genial daneben. Ihnen allen einen schönen Sonntag. Tschüss. Herr Kanz, Herr Kröger, Herr Kofer, Herr Holger. Vielen Dank. Sehr schön. So ist schön. Setzt noch alle gerade im Publikum. Ach, wir sehr begrüßen gut. Sie, Herr Balder. Vielen Dank, freue mich sehr. Ja, da gab es keinen Applaus. Warum hängt in der Darmtoilette der Materialforschungs- und Prüfanstalt Weimar eine Fliegenklatsche? Frage, warum hängt bei den Herren keine? Das geht gar nicht um Fliegen. Das Richtig. Ist einfach im Zuge dieser Materialprüfung soll jede, die sich auf den Pott setzt... Danach mal richtig auf die Kacke hauen. Ihr seid meilenweit entfernt, Lichtjahre entfernt, womit ich beim Thema bin. Textilindustrie, Spaghetti-Träger. Ja. Nein, so. Da sind wir gerade. Lichtjahre entfernt, das war ein Hinweis. Wir sind in der Astro... Deswegen sage ich es euch jetzt auch. Oh, bitte. Gut. Wir sind in der Astrophysik, genau. Ein... Sind wir in der Astrophysik? Ich habe gehört, du kannst den Kofferraumdeckel eines Ford Escorts tierisch nachahmen, stimmt das? Ja, wenn man ihn öffnet. Früher gab es mal so ein, also in den 80ern dieses Auto, machst du den Puff und dann... Das Geräusch kennen viele... Kann man den auch wieder zumachen? Ja, kann man auch. Dann geht es doch um die Belagerung, nicht Belagerung, um das Auffüllen von Schiffen mit Tonnen. Und da gibt es ein... Oh. Ah! Nation, habt ihr, haben Sie das gehabt? Nation, habt ihr das Gesicht gesehen? Das kriegt er nicht nochmal hin. Nee. Eine sehr schöne E-Mail haben wir bekommen, und zwar von Sabine K., ich sag den Namen jetzt mal nicht. Sie hat ganz viele Fragen eingeschickt, genau 11. Und die Fragen sind sehr schön, Sabine, wir haben uns sehr gefreut. Leider sind diese Fragen alle aus diesem Buch hier. Das ist ziemlich albern, weil... Also es ist ein Strich innerhalb des Schiffrumpfes, in dem Lagerraum des Schiffes. Nein, wo die Tonnen reingerollt werden. Und es gibt einen Strich, der dazu da ist, damit das nicht... Hat das wieder gemacht? Ich guck nicht mehr hin! Das ist ein... Ich guck nicht mehr hin! Ich will es nicht mehr sehen! Warum hat das Uakari-Affenweibchen nur Sex mit Männchen, die feuerrote Gesichter haben? Ich glaube, die steht auf Pierre Brice. So, der Indianer an sich motiviert die Frau ohne Ende und dann kommt die richtig in Schwung. Wie kommst du jetzt auf Pierre Brice mit feuerroten Gesichtern? Rothaut.
Ach so. Ach so. Oh. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die, ich glaube, diese Affenweibchen hören sehr schlecht. Also das Gehör ist unterentwickelt und dass sie gewollt werden, erkennen die daran, dass die Affenmenschen, die rufen dann: Ich will dich! Und dadurch wird's rot. Das ist eben mein roter Kopf. Ich glaube, ich zu wissen. Also es hat mit Sicherheit nichts mit Fernsehen zu tun. Moderator kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so wie Mäßigung und wird auch als Begriff in der Chemie zum Beispiel benutzt. Ne? Und ein Moderatorenband ist eben ein Band, das irgendetwas abschwächt. Was denn? Einen chemischen Prozess innerhalb der Drehung. Die Spannung hier in dieser Sendung zum Beispiel. Dann bleibt der Prozess, hält quasi an. Ja, die Erklärung eben war nicht ganz richtig. Aber fast, ne? Nein. Du musst sagen, wie lange das sinnig ist. Komm, Moment, die Richtung stimmt aber schon. Was? Stimmt nichts von dem? Überhaupt nicht. Auch die lateinische Erklärung war nicht ganz richtig. Moment, moderare heißt mäßigen. Nein. Es heißt so! Deshalb wurden damals 150.000 Mistkäfer aus Afrika nach Australien verfrachtet. Die Mistkäfer haben sich in den vergangenen Jahrzehnten so vermehrt, dass der Rinderdung nun auch in Australien ökologisch verträglich entsorgt. Sagen Sie mal, wieso kommen wir denn nicht auf Rinder? Das weiß ich auch nicht. Wir sind ja so jämmerliche Vollidioten. Ja, das ist ja Volker, Königshaus Essen, 500 Euro. Sehr gut. Wir haben 8 Jahre im Essen gelernt. Heißt das irgendwas wie Führen? Ich wundere mich aber, ein anderer hier so aufregt. Mode? Moderare heißt nicht mäßig. Was soll das dann heißen? Das werde ich euch nicht sagen. Dann wisst ihr es nicht. Klugscheißen. Moderare heißt Klugscheißen. Bist du ein Verfassungsschutz? Ich hatte auch Latein. Ich hatte auch das kleine Latinum. Ne? So, das heißt nämlich mäßigen. Das wird man ja noch gerichtlich feststellen. Was heißt? Werk. Ja. Vielleicht gibt es einen bestimmten Aufgabenbereich oder ein bestimmtes Gerät, was die Bergfahrt in einem Bergwerk besonders unterstützt. Die haben ja sogar einen Namen, diese kleinen Wannen, mit denen man das Erz abbaut. Die haben Horst. Auch, wie? Horst, nee, ist klar. Oder kann stimmt das? Sind wir im Bergwerk? Unter Tage sind überhaupt wir. Nicht. Was hat das denn mit Schnee irgendwas zu tun? Sind Wintersport gar nicht gut. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Macht ja nichts. Aber vielleicht, wenn man an einem Hang steht und lässt einen fahren. Ich werde euch sagen, die richtige Antwort lautet wie folgt: In der Wand der rechten Herzkammer. Hab ich gesagt! Ihnen ist das scheißegal, aber ich kriege jetzt hier langsam Angst. Ich habe jetzt rechts und links einen Tinnitus. Ich sag's nochmal. In der Wand der rechten Herzkammer verläuft ein Muskelband, das Kontakt hat zu den Reizleitungsfasern, die den Impuls für den Herzschlag zu den Herzkammern... Das hab ich wirklich... Ich reg mich schon wieder auf. Zu den Herzkammern leiten. Das hab ich doch gesagt. Mir doch mal jemand... Ich hier jedes Wochenende. Jetzt reg dich nicht so auf. Ich brauch was, ich brauch was. Ich hab's doch gesagt. Aber weiter. Also würde in so ein schwarzes Loch jemand hineinfallen, Hoeker zum Beispiel, dann würde er beim tiefer Fallen aufgrund der unterschiedlichen Gravitationskräfte, die im Inneren des Loches herrschen, in die Länge gezogen. Wo gibt's sowas? So, was macht denn der Zahntechniker, wenn man den Abdruck gemacht hat? Was macht der gießt dann? Der gießt aus. Genau. So, was passiert dann? Dann hat er ein Ausguss. Spiegelverkehrtes Gebiss. Genau. Also er hat dann das Original. So, also der gießt das aus. Was passiert? Mit dann was gießt er das dann aus? Moltefil. Nee, mit Chips normalerweise. Keramik, Porzellan, Keramik. Mit Gips oder sowas. Sagen wir mal, einigen wir uns auf Kunststoff. Kunststoff. Das wird gebrannt normalerweise. So, Kunststoff gießt das aus. Und dann, also gießt das rein. Und dann presst er das da zusammen. Ja. Was passiert? Er löst es hinterher raus. Ja, und vorher? Vorher wird es gebrannt, wahrscheinlich gehärtet. Was passiert? Er erzeugt Druck. Was passiert denn mit dem Kunststoff? Er wird gepresst. Und was passiert mit dem? Es wird hart. Richtig. Und was passiert dann, wenn der Kunststoff hart ist? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir das lösen können. Was sollen wir ablehnen?
Und dann saß der daheim und dann kam immer die Mäste und gesagt, spiel doch wieder für uns. Und er hat gesagt, vielleicht, wenn ihr merkt, ich habe auch schlecht gespielt. Ganz schlecht gespielt. Und er lag dann wie Trubadix, wie du eingangs schon erwähnt, vielleicht mal irgendwo in der Ecke 2 Jahre und hat nur was zu essen bekommen. Du durfte nicht spielen. Vielleicht wurde dort jemand hinversetzt oder hat sich auf diesen Arbeitsplatz des ausgeschriebenen Organisten beworben. Und es war aber ein Betrüger, der konnte gar nicht Orgel spielen. Und er brauchte die Zeit, um Orgel spielen zu lernen. Das haben die dann nach 2 Jahren gemerkt. Nein, in der Zeit hat er gelernt zu spielen. Nein, welche Orgel denn? Die haben gesagt, wir finden keinen anderen, weil Hartz IV war noch nicht da. Der hatte eine ausklappbare Klaviatur aus Pappe, auf der er zu Hause dann geübt hat. Nee, ist klar. Vielleicht hat irgendeiner ein Gelübde abgeliefert oder gesagt, also ich mach das und das, wenn wir jetzt 2 Jahre... Katholische Kirche, es durfte nicht georgelt werden. Ein letzter, ja, Versuch. Letzter Versuch. Es handelt sich um ein Kunstwerk. Und zwar wird da das Stück gespielt, das langsamste Stück der Welt. Und das fängt. Und das. Ja, und das, das fängt halt an mit. Und das fängt halt an mit einem Ton. Dann wird halt so ein Ton gespielt. Und in der Zeit ist halt gerade eine Pause. 2 Jahre lang. Nein, ja. Die Pause ist 2 Jahre lang, weil das Stück selber... Bis zum nächsten Ton. Das gibt es, gibt das langsamste Stück der Welt. 2127 ist das Stück fertig. Naja, und da haben sich halt überlegt, wie langsam ist das? Am besten, so lange muss das Stück dauern, wie es Orgeln gibt. Und halt, das sind halt dann 2 Jahre für so eine Viertelpause. Ja, richtige Antwort von Hoike. Aufgetragen, wenn die geschoren waren und dann wächst die Wolle da durch. So könnte ich es mir vorstellen und dann geht das Scheren schneller. Das sage ich nicht. Aha. Aber das war aber eine Antwort, die ich klug finde. Das war falsch. Ja, aber so wird's, so würde ich es machen. So wird es auch demnächst gemacht. Moderator. Kommt vom Lateinischen, heißt Messing und du hast gesagt? Ich habe gesagt... Du hast gesagt nein! Moment, ich habe gesagt... Du hast gesagt nein! Du, ich reg mich ja jetzt schon wieder aus! Wir wollten das ja klären! Lies vor, was ich unser Moderator... Okay, ich hör mal zu. Ja. Moderat, eckige Klammer auf Lateinisch, eckige Klammer zu Komma. Kursiv gedruckt, bildungssprachlich für Doppelpunkt maßvoll, Komma, gemäßigt Punkt. Herr Feuerstein hat recht, Herr Balder. Es macht Moment. Mich glücklich. Ich sprach vom medizinischen Ausdruck und im medizinischen Bereich heißt Moderare so viel wie lenken, leiten. Mäßigen, führen. Nein, nicht mäßigen. Lenken, leiten. Mäßigen, im medizinischen. Es ist Moderare, Klammer auf, medizinisch niemals auf den blöden Balder hören. Quatsch. Aber wisst ihr, was ich unglaublich praktisch finde, dass wir schon mal ein Brockhaus hier haben? So, ich wäre bereit für die erste Frage. Ja. Oh, die hat man im Auto, wenn man im Stau steht, dass man Pipi machen kann. Nein, das ist sowas. Ja, richtige Antwort. Das ist vor allem die einzige Ente, die mit zunehmendem Alter immer gelber wird. Natürlich. Na, jetzt ist gut gewesen. Hallo. Hallo. Was ist das denn jetzt? Entschuldige bitte mal, sonst wenn jemand das Wort Kübel fällt, dann geht aber, das Schöne ist, da geht aber hier das die Ding Post hat Hugo ab. Seit Jahren unter seinem Pulver. Ja. Jetzt kommt
Jetzt kann das endlich verwenden. Ja, genau. Es hat etwas zu tun mit warm und kalt. Das ist richtig. Ja. Das ist das, genau. Das Idiotische ist nämlich, dass die Italiener auf ihren warmen Wasserhähnen Caldo draufstehen haben. Das ist Idiotie. Ja, finde ich gut. Das ist unsere Antwort. Das ist Idiotie. Es ist auch merkwürdig, dass Leute auf alten Fotos jünger aussehen. Ich sage euch jetzt die Antwort. Ja. Rot. Und ihr werdet alle hinten überfallen. Ja. Wisst ihr, was die Rostbinde ist? Nee. Ein Schmetterling. Nein! Scheiße! Ein Schmetterling! Jedes Mal sage ich Insekt! Schmetterling! Geh das mal! Ja! Was sind die an? Die Blasen? Kennen Sie doch das Boot? Ja, den natürlich. Im Film anblasen, schnell anblasen, die Wasserbomben auf 8 kommen. Ja. Im Film hat das immer Martin Semmelrogge gemacht. Der hat immer angeblasen. Martin Semmelrogge hat das, glaube ich, immer gemacht. Martin Semmelrogge. Man kann das Scherz dann. Und dann geht das Boot so wie eine Nussschale. Kennt ihr die Kurzversion, Herr Marcel? Yes? Wie ist sie denn? Kennt ihr die Kurzversion der deutschen Nationalhymne? Nein. Oh Gott, jetzt kommt das Ganze. Dann aber dann wieder Herr Baller, angezogen. Wenn Sie jetzt gleich rausgehen, lassen Sie einfach Ihren Hut im Studio. Der ist schon da, der hängt schon da, der ist nur nicht zu sehen. Ich habe den Hut immer auf und dieser Hut ist immer bei mir. Ich trage ihn immer bei mir. Ja, Herr Balder, das ist richtig, das ist richtig. Komm, wir gehen jetzt ganz vorsichtig hier raus. Der Herr Balder hat nämlich einen, wir sehen ihn alle den Hut, ne? Kennt ihr bitte ein bisschen Konzentration? Kennt ihr die Kurzversion der Amelie? Ja, die kenne ich. Kanisch. Ja, die kennen wir schon. Ja, ich mach's nochmal, weil einige kennen es nicht. Doch, die kennen sie alle. Aber! Adventswasser. Was ist das? Kirschwasser. Das ist, wenn der Schnee zum ersten Mal taut. Wenn der Schnee zum ersten Mal taut. Der neue Sat.1-Film. Heute der 20. In der Hauptrolle. Heino Ferralder. Nadja Uhl. Und nochmal Heino Ferralder. In Wenn der Schnee zum ersten Mal taut. Der große Weihnachtsvierteiler. Ja, doch, das ist eindeutig. Von den Machern von Wenn die Kuh zum ersten Mal kalt. Ja, genau. Also, Adventswasser. Von den Machern von Die Mauer, von Dichtung. Alles zusammen. Als die Mauer brach, brachen auch die Deiche. Alles. Ausgestellt wird eine handelsübliche Verpackung einer Tiefkühlpizza Vegetale in einer Vitrine der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Warum? Weil mit Sicherheit jemand ganz Berühmtes da irgendwas drauf notiert hat. Ein Gedicht, ein Entwurf für ein Buch oder so. Ja. Ein ganz berühmter Autor. Ja. Ein Bild gemalt. Ja, was jetzt? Entwurf für Buch, Gedicht? Ein Gedicht. Da, oder Günter Grass hat da eine Lesung gemacht, hat sich die bestellt und die da gefressen. Die Vitrine. Oder so. Ist es vielleicht der Karton, der geöffnet wurde von unserem bayerischen Minister, Ex-Ministerpräsidenten und eine Pizza, die er zusammen mit seiner Muschi dort verdrückt hat in diesem Museum vielleicht? Wäre das möglich? Auch nicht. Schade. Ist es vielleicht eine kleine Hommage an Julia Roberts? Die als einen der ersten Filme einen Film, der auf Deutsch Pizza Pizza hieß, in jungen Jahren, als sie noch eine ziemlich dicke Kiste hatte. Entschuldige mich. Ach nee, meine Damen und Herren, ja, aber der Bastian ist ein Spaß für heute.
Wir haben alle zusammen einen Adventskranz gehabt. Sag mal ein Wort mit 5 TZ. Adventskranzkerze. Kann man mal machen. Kann man machen. Schneiden Sie raus. Ja. Passen Sie auf. Wir haben 4. Ja, ich war lange im Scheibenwischer. So. 4 Kerzen. 4 Kerzen. Ich muss die Kerzen nacheinander anbrechen, je nachdem, welcher Advent gerade war. So, also, ist der Plan, dass die Kerze jeweils kleiner wird. Also ich weiß, der erste Advent ist die erste Advent war an dem Tag, als die Kerze zum Angeln, die jetzt die kleinste ist. Da geht schon jemand, ich kann es verstehen. Wiedersehen. Was ist die Raucherstellung? Das wird irgendwas Orthopädisches sein. Nee, das hat mit mir nichts zu tun. Achso, entschuldigung. Ich kenne mich jetzt nicht so in Kirchen aus, aber es gibt doch Weihwasser. Und vielleicht haben die Jungs da spezielles Adventswasser, speziell geweihtes Wasser zur Adventszeit. Wie ist denn das? Was ist süß, lecker, Herr Walter. So ein bisschen rosa. So ein bisschen zitronig, ein bisschen Apfel, ganz lustig. Ganz lecker. Nein, ist es nicht. Adventswasser. Adventswasser. Nee. Advent heißt ja Ankunft. Ach. Adveniere, jetzt wo Sie es sagen, Herr Ulrich. Vielleicht kommt der Mann gleich zurück. Vielleicht ist es, ich bin bei etwas, was verschwindet und wiederkommt. Wir sind bei... Bei dem Mann. Denkt doch mal nach, vielleicht kommt ihr wirklich drauf. Also das finde ich jetzt nur unverschämt. Natürlich. Denkt doch mal! Seit 2 Jahren sitze ich hier und denk mir ein Wolf! Denkt doch mal! Sie kennen mich mal, Alter! Denkt doch mal! Ich dachte, bei welchem Thema sind wir denn zurzeit? Bei der Spülmaschine. Gibt es in der Spülmaschine. So, das war das, was Bernhard eigentlich sagen wollte. Ich übernehme das jetzt. Doch, in der Spülmaschine ist das große Problem, dass man ja immer so einen Nupsi hat, den man zur Seite schieben muss. Und da rein, ja, das heißt so. Nicht? Nein. Nein, in der Spülmaschine musst du so einen lustigen Taps reintun und dann musst du das zumachen. Und dann schiebst du die Spülmaschine zu, drückst auf den Knopf, dann rauscht die 2 Stunden. Mein großes Problem ist immer, weil ich mich frage, fällt dieses Taps überhaupt da raus? Oder ist das so eine Illusion, dass das einfach nur nach unten in den Abfluss abgeleitet wird, so als ganzer Brocken? So. Und für all diese Leute, genau wie ich, die Sorge haben, dass das einfach gar nicht durchfällt, sondern wir immer die Illusion haben, dieses gelb-blaue Zeug mit dem weißen oder roten Ding in der Mitte ist völlig nutzlos. So wie Postleitzahlen, die niemand braucht. Nein, es ist so. Und ich möchte, dass ich glaube, die Spülkuh ist folgendes. Wann immer dieses Ding innen reinfällt, macht es kurz... Weil man das... Ja, weil nach einer Zeit geht dieses Schächtelchen von innen auf, der Taps fällt raus, macht so. Und da man das manchmal, so wie ich, während des laufenden Spülmaschinengangs, so ist es, nicht hören kann, gibt es jetzt die Spülkuh, die genau da drunter steht. Und wenn immer dieses Ding runterfällt, macht die Spülkuh Möh. Einstellwinkel des Propellers. Zu spät. Normalerweise wird eine möglichst flache Winkelstellung gewählt. Folge: der Luftwiderstand verringert sich, was wiederum den Spritverbrauch senkt. Ach, ich hasse mich. Ja. Anpökelt. Anpökelt. Ist das richtig? Nein, ich sag's euch. Ich weiß, Sie sagen noch gar nichts. Aber wie lieb von dir, wie lieb von dir. Und du setzt dich auch beim Pinkeln. Nicht auf die Brille, sondern ich habe sie ja vorher hochgeklappt. Ja, ja. Das ist aber unbequem. Sehr unbequem. Weißt du, ich hock da eher so drüber. Weißt du, wie ihr Frauen das auch immer machen? Für mich gibt's diese Bilder wieder nicht aus dem Kopf. Es gibt ja für mich nicht viele Dinge, das heißt auch nicht, der geht aufs Klo, man sagt nur über den, der Ingo Appelt. Sag mal das. Ja. Er war lange nicht mehr hier. Wo warst du? Ich hatte diesen heftigen Gerichtsstreit mit meinem Friseur. Der zog sich dann doch über 3 Monate. Aber wir kriegen das Schwein. Der ist ja auf der Flucht.
elektronisches Gerät. Ja, es muss ein Gerät ja. sein. Was Augen. Und jetzt kommt's. Grün. Weil da habe ich die ganze Zeit schon überlegt, was könnte es tun? Ich glaube, wenn es das Auge ist, dann könnte es sein, dass dieses Gerät. Und den Rest macht ihr Leute, denn das hat schon also Kraft gekostet. Dass dieses Gerät. Stille. Moment, Entschuldigung, können wir mal einen Lichtwechsel haben, bitte? Können wir schnell einen Lichtwechsel haben? Holger ist gerade so schön dran, das müssen wir unbedingt. Ich glaube, es geht um. Bitte schön. Und nochmal. Hat jemand von euch schon mal Herr der Ringe geguckt? Nein. Mein Schatz! So, also jetzt. Dieses Gerät prüft das Auge. Aber welches Auge? Welches? Das kommt drauf an, ob ihr das Blick. Oder ob ihr das rechte Auge meine? Hab ich recht, Herr Bein? So, Licht wieder an. Ja. Ich habe eine Idee. Nur kurze Antwort. Entschuldigung, ich sitze hier schon viele Jahre in diesem Studio. Und wenn der alte Mann jetzt sagen würde, richtig hart, dann zieht die Hella sich aus. Bravo. Hat er gesagt. Okay, sind wir in der Mathematik, Herr Balder? Ist das die richtige Richtung? Sind wir bei geometrischen Figuren? Naturwissenschaft. Sind wir beim Cello? Sind wir bei Genial daneben? Sind Sie... Maulbrüter, also werden alle Tierchen so genannt, die eben nicht durch ihre Kloake die Eier absetzen, sondern eben durch ihr Mäulchen. Nee. Wie ist denn das andersrum? Also es gibt ja den Pillendreher, andere Insekten, die sich halt in der Wurst anderer Tiere aufhalten. Kann das denn auch mit Kotze der Fall sein, dass die also speziell davon leben und sich auch in Gegenden aufhalten, in denen sich besonders viel Kotze. Oktoberfest, sage ich da. Oder Kölner Karneval. Das ist eine hübsche Sendung, Leute. Ja. Nee. Ist irgendwie eklig. Ja. Ich hab wirklich eine hohe Schmerzgrenze. Aber das ist eklig. Auch ich, hallo. Das ist auch also gut. Das ist mal was Natürliches. Ja. Sind Kotztierchen Tierchen, die ihren Magen nach außen stülpen können, damit sie die Nahrung... Hallo, ja, Kinder. Ich kann doch nichts für die Frage. Ich muss doch hier mitdenken. Die stülpen die schon mal. Wir hatten doch schon mal, dass irgendein Tierchen seinen Magen ausstülpen konnte und eben nicht die Nahrung oral zu sich nimmt, sondern am Ende... Extern verdaut. So, danke. Bitte. Also so ein Haustier will ich nicht. Der Zwischenruf lautete wie folgt. Hey Dieter, warum bist du bei Genial daneben immer so zurückhaltend? Weil Frau von Sinnen neben mir sitzt. Natürlich. Kann man nicht überwinden. Ich lasse es gelten. Ja, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Ja. Dürften wir? Kurz? Was denn? Ja. Ja, natürlich. Eine Sache möchte ich kundtun, wir wissen jetzt, was ist der Tollwurm. Und es ist auch völlig klar, denn jetzt weiß ich, das ist ein Tonnenstrich. Und eine Sache muss ich überlegen, was haben wir denn? Ach natürlich, ich weiß es wieder, wir wissen, was ist. Ein Fußleger, das ist, wenn man bei Karate mit dem Fuß auf den Boden jemand wirft, auf den Boden und der fällt dann um und haut alle weg. Ich weiß nicht genau, naja, ist auch Dreck. So, meine Lieben, machen Sie sich keine Sorgen. Schönen Sonntag, wir sehen uns nicht morgen.
Wir sehen uns erst dann wieder, wenn es weitergeht, wenn der Hugo vielleicht noch steht. Bis. Ich habe jetzt das Ende für dich.